Bum, 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 mein Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Liebe Kinder, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Warum ich hier oben stehe, glaube ich, ist leicht zu erkennen. Wir hatten die Ehre, diese tolle Veranstaltung zu fördern, zu unterstützen. Ja, und die Kinder waren jetzt so brav und ich denke, ihr habt euren Job so, so gut gemacht. Ihr habt so schön gesungen, hat mich an meine eigenen Kinder erinnert. Das war schon leider ein bisschen lange her. Und aus diesem Grund möchte ich gar nicht lange aufhalten. Mir würde sehr viel einfallen. Ich habe ja schon gedroht, dass ich eine halbe Stunde spreche, aber das tue ich sicher nicht. Ich möchte euch einen wunderschönen Abend zu Ehren des heiligen Martin wünschen. Ich gratuliere der Kaufmannschaft zu der tollen Idee, diese Weinsegnung heute zu machen. Wir sehen, der Anklang ist ein sehr guter und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Herr Direktor, herzlichen Dank und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Danke. Ja, sehr geschätzter Herr Pfarrer Magister Richter, Herr Bürgermeister, lieber Obmann der Kremser Kaufmannschaft, liebe Vertreter der Weinbau, der Kremser Stadtweinbauvereine, ja, sehr geehrter Direktor Buchinger, liebe Freunde, die Sie hier gekommen sind und Gäste der Stadt Krems und vor allem die Bewohner, die heute diese lange Martinien-Einkaufsnacht nutzen, heute hier zu sein. Aber vor allem, liebe Kinder, ihr habt es wirklich hervorragend gemacht und ich hoffe, ihr habt die Geschichte vom heiligen Martin ja schon gekannt und habt ja schon das eigene Lichterfest im Kindergarten gefeiert. Ja, wenn normalerweise die Novembertage ins Land ziehen und diese Nebeltage das Licht eher düster und dunkel machen, wenn die Tage kürzer werden und die Blätter sich langsam verfärben und in den Weingärten kaum noch das eine oder andere Blattl ist und der Wind sich mehr oder minder auch mit dem Laub, mit den Blättern spielt, dann wissen wir, das ist so die Zeit Anfangs November, die Zeit rund um Martini und vor allem ist es die Zeit, um den jungen Wein aus der Taufe zu heben. Es ist aber auch der Zeitpunkt, wo die ersten Weine verkostet und analysiert werden, wo der Jahrgang so grundsätzlich im Hinblick auf Menge und Qualität bewertet wird, die Wetterkapriolen des vergangenen Jahres sozusagen berücksichtigt werden und beurteilt werden, ob sie halt wirklich einen Einfluss gehabt haben auf die Entwicklung der Trauben und auf des Weins. Aber es ist aber auch ein Moment, um Danke zu sagen. Danke, dass keine Naturkatastrophen die Ernte des Weines beeinträchtigt haben, dass kein Unheil hereingebrochen ist und auch vor allem ein Danke, dass die Menge und die Qualität und die Grade passen und die Keller gefüllt sind. Der Wein, die Weinkultur, die Gebräuche rund um den Wein, die Kulturlandschaft sind für unsere Gegend, ob im Stadtgebiet hier von Krems, aber auch im gesamten Bezirk bestimmend. Sie sind landschaftsgestaltend, prägen die Menschen und sind wesentliche Wirtschaftsfaktoren. Und um diese Symbiose hervorzuheben, Wein, Wirtschaft, ja, findet heute hier zum ersten Mal im Zuge der Martini-Einkaufsnacht eine Weinsegnung des Kremser Weines vom Kremser Stadtbaumverein gemeinsam mit der Kremser Kaufmannschaft statt. Eine wirklich ganz, ganz tolle Idee und herzlichen Dank für die Einladung. Denn neben der Marille ist der Wein natürlich ein zweites großes Leitprodukt unserer Gegend und ist entsprechend wertzuschätzen. Weinsegnungen finden zu diesen Tagen allerorts statt und ich nehme gerne an diesen Veranstaltungen teil, denn sie sind Ausdruck einer Kultur, einer Tradition und ja, die Bräuche werden Gott sei Dank bei uns noch hochgehalten, denn sie stellen eben auch die Verbundenheit mit der Natur und dem Produkt aus der Natur dar. Wie wir alle wissen, gibt es sehr viele Sprüche und Weisheiten und Traditionen zu dem Thema, aber im Fokus sollte immer der Dank an den Herrgott sein, Dank für die gute Ernte. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Kaufmannschaft, dass sie die Idee geboren hat, sozusagen das gemeinsam zu machen. Ich danke allen, die heute hier gekommen sind. Es ist wirklich eine Attraktion, es dient zur Belebung der Innenstadt teil und es ist, wie gesagt, einerseits Belebung der Innenstadt, Motivation, die Geschäfte in der Innenstadt sozusagen in der langen Einkaufsnacht zu besuchen. Und es ist vor allem auch ein Dankeschön der Kremser Kaufmannschaft, dass Sie hier das durchführen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen beeindruckenden Abend, wo eben der
das Ausdruck des heiligen Martins sozusagen ein Sinnbild sein soll, eben den Mantel mit den Armen zu teilen, dass der junge Wein mit einem endlich einen Namen erhält und der auch gesegnet wird und so ganz nebenbei, glaube ich, auch die Kassen der Geschäfte hier in Krems füllen soll. Und so wünsche ich uns allen einen gemeinsamen schönen noch Nachmittag und Abend. Danke. Frau Doktor, herzlichen Dank. Geschätzte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pfarrer, heiliger Martin, sehr geehrte Frau Bezirksobfrau, liebe Stadträtinnen und Stadträte, geschätzter Ulf Elser als Chef der Kaufmannschaft und Herr Tauchner als Chef jetzt vom Kremser Weinbauverein, geschätzte Weinbarte und vor allen Dingen sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, Krems ist, zur zukunftsfähigsten Stadt nominiert worden vor einigen Monaten. Und wenn man so herumschaut, muss man schon sagen, es ist ja allein dieser Ort hier und Sie alle, die hier sind, sicher ein Beweis dafür, dass wir das sind, weil wir gehören sicher zu den schönsten Innenstädten von ganz Österreich. Und es ist schon wieder viel los und es wird noch mehr los werden. Und deswegen auch danke noch einmal, die Frau Bezirkshauptfrau hat schon vorher gesagt, für die gute Idee, das zusammenzulegen. Danke auch dem Kremser Stadt Weinbauverein und ich glaube, er hat 45 Mitglieder. Die Stadt Krems ist ja auch so eine reiche Stadt geworden, weil wir auch entsprechend Wein haben. Und wir sind besonders stolz drauf auf unseren Wein. Und die wenigsten wissen, dass es ja nur zwei Städte gibt in ganz Österreich mit einem eigenen Weingut. Das ist die Stadt Wien und das ist die Stadt Krems. Und wir haben vor kurzem mal eine Verkostung gehabt. Unser Wein ist der bessere, aber die Wiener haben eindeutig mehr vertragen. Im Wein steckt wirklich sehr viel drinnen. Es steckt Gesundheit drinnen, wenn man ihn in Maßen genießt. Und für alle, die der Rechtschreibung nicht so kundig sind, nicht mit 2S, mit scharfem S in Maßen. Es gibt wirklich viele Zustände, in denen man sich einfach nachher wohler fühlt. Aber es steckt auch Wahrheit drinnen. Wahrheit, da gibt es ja den Spruch in Wino, wäre das? In Wein liegt die Wahrheit. Und es war so, und das ist jetzt auch überliefert, dass die Germanen früher bei den Ratssitzungen Wein trinken durften und Wein trinken mussten. Denn wenn man betrunken ist, dann kann man nicht effektiv lügen. Und jetzt gibt es in vielen Rathäusern einen Weinkeller drunter, unter dem Bürgermeisterzimmer. In Wien gibt es sogar einen Aufzug in den Weinkeller, das haben wir nicht gehabt. Aber es gibt ganz, und eigentlich nur eine Stadt in ganz Europa, wo sogar ein eigenes Weingut unter dem Bürgermeisterzimmer war. Und jetzt rat's einmal, wo das war. Das war hier in der Stadt Krems. Das Weingut Stadt Krems war direkt unter Bürgermeister- und Staatssenatzimmer. Also die Wahrheit in der Politik war damals zumindest sehr nahe beim Bürgermeister. In dem Sinne wünsche ich uns heute einen schönen Abend. Und Kinder, danke, dass ihr dabei wart. Und jetzt freue ich mich auf den ersten Schluck Wein. Danke, viel Erfolg und gutes Gelingen. Lieber Herr Bürgermeister, herzlichen Dank. Danke. Begrüßen Sie mit mir Alexander Göbel. Hallo. So, jetzt bin ich schon dran. Hast du schon aufgewärmt? Ist offen. Aufgewärmt hast du schon, das Publikum. Grüß euch, vielen herzlichen Dank für die Einladung hier in dieses wunderschöne Krems. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie diese Altstadt funktioniert. Einmal mehr Kompliment, dass ihr es nicht geworden seid damals. Also, danke für die Ehre dieser Weintaufe, die wir uns, glaube ich, heute teilen. Einmal in die weltliche und dann in die geistliche Ehre. Ich hoffe, da bleibt ein bisschen was auch für mich für den jüngsten Tag über. Bitte, wenn Sie mal anrufen und sagen, er war wirklich gut. Wir müssen Zeit unseres Lebens Punkte suchen und sammeln, wenn es einmal soweit ist. Und ich habe mir natürlich, liebe Freunde, Gedanken gemacht, was jetzt der Wein für uns alle und für mich bedeutet. Und das ist gar nicht so einfach, denn wir nehmen ihn wie so vieles, was uns die Natur schenkt, gar zu selbstverständlich. Und das sollen wir nicht. Ich bin ja auch seit vielen, vielen Jahren Niederösterreicher und manchmal, wenn ich
an der Weinbauschule in Klosterneuburg vorbeifahre und diese fröhlichen, jungen, manchmal ausgelassenen jungen Menschen sehe, die dort studieren, dann mache ich mir mal um den Wein a priori keine Sorgen. Worum ich mir Sorgen mache, und ich nehme mir jetzt das Recht, das bei dieser Gelegenheit zu sagen, sind natürlich auch und vor allem unsere Werte. Und ich glaube, keine Zeit ist so wichtig und richtig wie jetzt, über unsere Werte nachzudenken. Und die Kulinarik und der Wein und die Arbeit im Hang und mit der Natur zusammen ist ein Wert, der vor allem auch dieses Land Niederösterreich und vor allem diese Weinregion hier auszeichnet. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wie kann ich denn vielleicht diese Chance nutzen mit dem neuen Wein, um Sie alle und all jene, mit denen Sie noch darüber sprechen werden, zu überzeugen, dass wir reden müssen über diese, unsere Werte. Und zwar, wenn es geht, jedes Mal, wenn wir ein Glas Wein trinken miteinander. Und ich habe mir gedacht, ist es nicht auch so etwas, was wir als zu selbstverständlich nehmen, dass wir sagen, Prost, Wohlsein, Prosit und so weiter, ohne wirklich drüber nachzudenken. Daher mein Vorschlag mit diesem neuen Wein, den wir dann auch benennen werden, dass wir einfach mal versuchen, ab jetzt zu sagen, Prost auf unsere Werte. Warum ist mir das so wichtig? Weil nach dem Schluck, der dem folgt und allen weiteren, sind wir wahrscheinlich geneigt, auch ein paar Worte über diese, unsere Werte zu verlieren. Und glaubt es mir, es wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir uns wieder darüber klar werden, was unsere Werte sind. Die Menschlichkeit, die Liebe, die Familie, die Empathie, die Toleranz, aber natürlich auch das, was wir für uns als unsere Regeln angenommen haben. Und wer zu uns kommen möchte, will oder gar muss, hat sich gefälligst, und das sage auch ich und ganz öffentlich, an diese unsere Regeln zu halten. Allen voran unsere Sprache zu lernen, um dann diese wunderbaren Werte zu übernehmen. Also wenn ich Sie bitten darf, vielleicht wann immer Sie dran denken demnächst, wenn Sie ein Glas Wein heben, zu sagen, zum Wohl auf unsere Werte. So, jetzt zum Namen. Ich bin jetzt leider in eine falsche Zeit gekommen, als ich hierher gefahren bin aus Klosterneuburg. Das heißt, ich bin von einem Stau in den nächsten gekommen. Ich hätte es fast nicht geschafft. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sollte man einen niederösterreichischen Wein einmal nennen Kreisverkehr. Ich weiß aber, dass das wahrscheinlich nicht so gut ankommt, aber gesagt haben wollte ich es einmal. Es wäre bestimmt ein Wein, über den man sprechen würde. Hast schon den neuen Kreisverkehr versucht? Wunderbar, herrlicher Abgang. Aber man soll die Freunde von der Polizei auch nicht unnötig provozieren. Wein und Straßenverkehr haben wirklich nichts miteinander zu tun. Aber ich habe einen Namen für den Wein, den ich nicht selbst gehirnt habe, das muss ich auch sagen, sondern einer meiner besten, wenn nicht sogar mein bester Freund ist Kremser, mit dem ich schon seit 25 Jahren zusammen in der Band spiele. Das ist der Willi Lange, er ist mit Abstand der beste Bassist Österreichs. Und der war gerade da, natürlich, um mich zu begrüßen. Und ich sage, wie würdest du den Wein nennen? Und es schießt aus ihm raus, der nackte Weinsinn. Was sagt ihr dazu? Der nackte Weinsinn, so will ich ihn genannt haben. Und ich glaube, das bedient alle ausdrücklich gut. Also, wie gehen wir jetzt vor, bitte? Danke mal für den Namensvorschlag. Der Herr Tauchner vom Kremser Stadtweinbauverein wird den zukünftigen nackten Weinsinn jetzt kurz vorstellen.
Ja, danke schön, sehr geehrte Fest- und Ehrengäste. Als Winzer und als Obmann-Stellvertreter des Kremser Stadtweinbauvereins ist mir natürlich eine große Ehre, diese Martini-Einkaufsnacht und die Kremser Kaufmannschaft zu unterstützen. Wir haben heute einen grünen Veltliner vom Weinzelberg. Nur 50 Meter entfernt vom Willi Langer ist dieser Weingarten und dieser Wein gewachsen, genau über die Steinmauer hinauf. Und wir haben diese Trauben am 2. Oktober gelesen. Sie waren schon sehr vollreif. Es ist ein sehr schöner, fruchtiger, würziger und doch ein bisschen gehaltvoller grüner Veltliner geworden. Und der Kreisverkehr hätte auch gut gepasst, weil der Wein ist ja im Kreislauf des Jahres und natürlich Kreislauf mit Boden und Natur. Und ich freue mich trotzdem auf den Namen hier. Danke. Gut. Liebe Kinder, liebe große Kinder, sehr geehrter Herr Göbel, sehr geehrter Herr Tauchner, ich darf den Wein segnen. Und der Wein ist und ist da seit langer Zeit das Zeichen der Freude, das Zeichen des Festes, Zeichen überschäumender Lebensfreude. Und wenn wir den heiligen Martin heuer so groß feiern, im Kindergarten, dann hier in der Stadt und am Sonntag noch einmal um 10 Uhr im Gottesdienst, kleine Werbeeinschaltung, da wird auch der heilige Martin noch einmal groß gefeiert. Und so möchte ich jetzt dann das Segensgebet sprechen über den Wein, über das Symbol der Freude und des Festes. Und so lasst uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes. Und so bitten wir dich, segne diesen Wein, den wir zu Ehren des heiligen Martin trinken werden. Lass uns erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft stiftet. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Irgendwo habe ich ein Weihwasser auch dabei. So, wer nichts abgekriegt hat und gerne möchte, kommt noch dann herbei fürs Weihwasser. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir wieder mal singen, dass wir Musik machen. Guse, Vater unser, ich glaube, das probieren wir. Dankeschön, super war das. Ich wünsche allen noch alles Gute, schönen Abend. Auf unsere Werte!